Es ist der 13. August 2015. Noch 8 Monate bis zum Hamburg-Marathon. 8 Monate trainieren, 8 Monate immer wieder an seine Grenzen gehen. Alles für diesen einen Tag. Immer an seine Grenzen gehen. 42,195 Kilometer. Wahnsinnsausblick. Ja, ich bin gut im Arsch. Ballern, nonstop schwitzen und sich richtig den Arsch aufreißen. Und genau darauf habe ich Bock und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich die nächsten 8 Monate lang meine Kamera für euch mit und begleite mich mit der Kamera auf meinem Weg zum Hamburg-Marathon 2016. Viel Spaß beim Anschauen. Den ganzen Weg hier sind wir hochgelaufen. Hier überall lang. August. Ich bin in Portugal surfen und natürlich wieder am Laufen. Heute ist der 25.08. und ich bin in Lissabon. Leute, heute ist der 7. November und ich laufe durch New York. Nice. Richtig, richtig nice. Schaut euch das an. Ja, auch hier in New York bin ich immer derbe früh aufgestanden, bin immer morgens um 6 aus dem Hostel direkt raus, 2 Stunden unterwegs, war die ganze Zeit laufen, Fotos gemacht und es hat einfach so einen Spaß gemacht. Schönen guten Morgen, heute ist der 8. November und wir laufen durch New York. Und jeden Morgen dachte ich, oh Mann, lohnt sich das aufzustehen? Und dann dachte ich, ja komm Junge, du bist jetzt nicht so lange in New York. Nimm deinen Arsch zusammen, geh nach draußen und geh laufen. Und wie gesagt, ihr seht an den Bildern, ich war zumindest glücklich da.
Jetzt geht's hoch auf die Brooklyn Bridge. Ganz ehrlich, so wenn ich jetzt zurückblicke, es gab eigentlich keinen Lauf in der ganzen Vorbereitung, die ich irgendwie bereut habe, beziehungsweise nach keinem Training habe ich gedacht, oh Mensch, hätte ich das Training mal lieber ausfallen lassen. Also insofern bin ich echt froh, einfach immer wieder aufstehen, seinen Arsch hochkriegen, auch wenn man keinen Bock hat. Space, I'm so high. Perp rolling that white boy. Spark it up, we gon' fry. Coupe looking all clean. About to meet with my team. My bro booty so big, it was all a dream. Cat fitted, it stay on. G-sh, my shades on. Y'all wanna play, but let's game on. 15, 30, 40 auf jeder Seite. Also 80 und dann die Stange wiegt, schätze ich mal, 10 Kilo. Jo Leute, was geht? Heute ist der 5. Dezember. Ich bin gerade in Berlin am Start. Baby, all I need is you. Morgen geht's laufen. Nothing else makes a difference. Baby, all I need is you. You make all the difference. Back to the river, my empty soul. Jo Leute, was geht? Heute ist Sonntag, der 6. Dezember. Nikolaus. Und wir laufen durch Berlin. Die Sonne geht gerade auf. Ballern. Sonnenaufgänge lohnt es sich jedes Mal aufzustehen, Mann. 7.41 Uhr. Ja, heute ist Sonntag. Ich bin im Park unterwegs und eine Runde joggen. Natürlich gehören auch solche Einheiten dazu, wo es einfach mal richtig scheiße ist, wo es regnet draußen und man eigentlich denkt, was mache ich hier? Aber gerade in solchen Fällen hat es natürlich super Spaß gemacht, im Team zusammenzulaufen. Grüße auch nochmal hier an die Adidas Runners. Yo Leute, was geht? Heute der 22. Eine Runde um die Alster. Man heute entspannte Runde an der Alster laufen. Nach 3 Monaten, dann geht's los. Just a part.
Leute, was geht? Es ist jetzt 8.20 Uhr. Wir haben den 30. Januar. Es sind knapp 3 Monate bis zum Marathon. Heute an der Ostsee und laufe heute mal eine lange Runde. Aber das gehört auch dazu. Man kann sich die Bedingungen nie aussuchen. Schönen guten Morgen, Barcelona. Es ist jetzt kurz nach 8. Samstagmorgen, wir sind um 2 ins Bett gegangen. Aber draußen wird es schon hell. Ja, ich werde jetzt gleich mit Basti erstmal eine Runde joggen gehen. Ja, man, jetzt ist Barcelona joggen. Ja, man, dafür lohnt sich auch schon. Ja, man, jetzt früh am Morgen Runde joggen gehen. Mega schönes Wetter. Leute, heute sind wir hier in der Kletterhalle in Wilhelmsburg. Hier chillen wir ungefähr die meiste Zeit unserer Woche. Also wir sind immer einmal die Woche hier. Ja, ich finde halt auch gerade für die Marathonvorbereitung ist halt wichtig, dass man immer wieder neue Reize setzt. Eben auch mal hier ausprobiert zu Slackline. Und gerade durchs Bouldern kann man halt auch, finde ich, extrem Bauchspannung und sowas trainieren. Leute, was geht? Der letzte Tag vom Marathon. Ich habe gerade meine Startunterlagen hier abgeholt. Ja, und hier habe ich mir jetzt noch so ein paar Gels heute geholt. Die werde ich dann morgen so ab Kilometer 30 benutzen. Hier meine Startnummer. Ich bin Startblock D und wir fangen um 9 Uhr an. Also das heißt früh aufstehen. Und ja, ich bin gespannt, wie es laufen wird. Ja, Mann, ich habe jetzt hier meine Klamotten an, die ich morgen anziehen werde. T-Shirt von Adidas Runners Hamburg, wo ich jede Woche mal laufen bin. Ja, hier meine Hose. Ja, ich bin gespannt, wie das Ganze werden wird. Ich bin ziemlich aufgeregt, heute ist der letzte Abend. Und dann war es soweit, der 17. April 2016. Ja, hab mir morgens noch kurz Haferflocken mit warmem Wasser gemacht. Der Geschmack war jetzt eher nicht so geil, aber was soll's. Ich war mega aufgeregt, hab mich dann auf den Weg zum Adidas Headquarter gemacht.
Dort trafen wir uns alle nochmal, besprachen nochmal so letzte Informationen. Ich habe mir noch meinen Chip in den Schuh gemacht und dann ging es schon auf den Weg zum Start. Da bin ich jetzt hier gerade am Start vom Marathon unterwegs. Noch 15 Minuten, dann geht's los. Und ja, mal gucken, ob meine Beine durchhalten. Ja, und ich würde sagen, ich halte jetzt einfach mal meine Schnauze und lasse die Bilder für euch sprechen. Ich bin jetzt endlich damit fertig geworden, dieses Video hier zu schneiden. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Seid ein bisschen motiviert vielleicht, was auch immer. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich es jetzt endlich geschafft habe, das fertig zu schneiden. Es hat richtig lange gedauert und es war sehr viel Arbeit gewesen. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Ja, und wer das Video bis hierhin geguckt hat, kann einfach mal Hashtag Running in die Kommentare schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil das Video echt extrem lang war. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anschauen. Das hier ist nochmal meine Medaille vom Marathon. Das Ganze ist ja jetzt gut anderthalb Wochen her. Ohne Scheiß, Mann. Und dieser Lauf hat einfach von der ersten bis zur letzten Minute so einen Spaß gemacht. Man ist auf so einer Euphoriewelle geschwebt die ganze Zeit. Auch jetzt, wenn ich mir die Aufnahmen angucke, man wird direkt wieder zurückerinnert. Ja, das war einfach nur Wahnsinn. Auch mit den ganzen Zuschauern. Irre, was für eine Atmosphäre da war. Und ja, in diesem Sinne möchte ich mich auch nochmal bei allen bedanken, die mich so unterstützt haben, die mich immer wieder gepusht haben. Ja, und vielen Dank auch nochmal an die Adidas Runners in Hamburg. Ich bin dort ja seit Oktober am Laufen und es ist einfach so geil, in so einer Community zu laufen. Jede Woche immer wieder aufs Neue, viele Runs mitgemacht, viel Intervalltraining, alles Mögliche. Hatte natürlich nicht immer meine Kamera dabei, das werde ich vielleicht in Zukunft mal ändern, werde man da ein bisschen mehr filmen. Ja, ansonsten kann ich einfach nur sagen, vielen Dank fürs Anschauen, danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Ja, ich würde mich einfach derbe freuen, wenn das Video gut bei euch ankommt. Vielleicht habt ihr Bock nochmal auf so ein Video. Im September laufe ich im Berlin-Marathon. Vielleicht habt ihr Bock, dass ich da nochmal meine Vorbereitung so ein bisschen detaillierter auch nochmal zeige. Wenn ihr das wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten würde mich noch interessieren, was sind eure Sportarten? Was macht euch Spaß? Was ist euer Lieblingssport? Habt ihr irgendwelche Ziele für dieses Jahr? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao. It's okay, I know someday I'm gonna be with you.